Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Im letzten Part haben wir am Ende noch einen lärmenden Lärmlimbus geklatscht. Und nun, habe ich euch ja versprochen, machen wir was ganz anderes. Und zwar, warte mal, wo können wir, das war hier, und dann können wir Mission auswählen. Ne, Sido sucht Lehrer, das glaube ich nicht. In Open Risk ist er was auch nicht. Dann doch nicht die Mission. Dann müssen wir kurz, wir müssen im Helden sowieso erstmal getriggert, nicht wahr? Ich glaube, das war irgendwie so hier. Genau. Und, ja genau, hier. Da müssen wir hin. Wir sind ja beim, hier haben wir diese Alexandria getroffen. Wir reisen jetzt da mal schnell hin. Dann zeige ich euch noch den Weg. Wir haben damals vor, ja, das ist ein bisschen länger her jetzt mittlerweile. Wir haben Alexandria getroffen. Das war die Frau, die uns da ordentlich Probleme gemacht hat, wovon wir geflüchtet sind, weil irgendjemand sagte von unserem Team, es wäre jetzt zu heftig, da lang zu gehen, und wir haben da, glaube ich, auch beim Tunnel gesehen. Genau, ihr erinnert euch da oben bei der Brücke und so. Das ist ein bisschen länger her jetzt. Und da habt ihr gesehen, oh, 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 das sind, wieso sind da Level 42er? Das ist doch schon ziemlich krass. Ich weiß nicht, ob ich hier weitergehen sollte. Und wir sind damals nicht weitergegangen. Alleine aus dem Grund, weil, ich glaube, wir waren auch so bei Level 20 oder so. Ich weiß es nicht mehr. Oder kurz vor Level 30. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mit euch trotzdem mal diesen Weg entlang, damit ihr Bescheid wisst. Einfach mal, damit wir noch mal ein bisschen Ruhe haben, bevor die Quest gleich startet. Ich weiß nämlich nicht, was genau da passiert. Es kann sein, dass ich da auch verkacke wieder, weil ich weiß, ich bin jetzt nicht so viel über Level 43 drüber. Ich versuche es einfach mal. Wenn ich versage, dann wisst ihr warum. Warte, die wollen zum Beispiel manchmal hier nämlich noch kämpfen. Ne? Ja. Und gerade die hier, die Elite-Dinger. Verwandle mich jetzt einfach, hau jetzt einfach drauf. Den Weg würde ich mir schon gerne mitnehmen. Gibt noch ein bisschen Punkte. Ja, ich weiß. Lance will noch was bisschen meatier haben. Was fleischiger. Oder wir haben diese übersetzt, ich weiß es nicht. Was stärkerer. Ja. Da ist schon jetzt schon was ganz. Was hier was Besonderes hier, nicht wahr? Bisschen durchkämpfen gehört dazu. Ich weiß halt auch nicht, ob die Klasse, die ich habe, so arg geeignet ist für unseren Helden. Ich level einfach alle Klassen mit. Immer mal nebenbei. Ich meine, kann ja nicht schaden, oder? So, ein bisschen was einsammeln mit. Okay. Da kommen schon die nächsten Gegner. Also hier sind sehr viele Gegner. Sehr, sehr viele Gegner. So. Ich meine, wir werden hier alle besiegen, so ist das nicht. Nur bei dem Boss habe ich Angst, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Weil es kann natürlich sein, dass wieder ein Konsul auf uns wartet oder so. Da habe ich gar keinen Bock drauf, aber bleibt alles übrig, nicht wahr? Ja gut, die sind Level 40. Dass er nicht während des Kampfes jemand anders auswählt hier, ne? Ja, super. War's das? Das war's. Ah, da sind die nächsten. Die warten da. Ja, jetzt kommt der dritte sowieso, also. Machen wir so die Kleinen kaputt. Sollte ja klar gehen hier, oder? Tyon? Das war heftig.
Das war ziemlich heftig. Okay. Jetzt sind die Großen da. Der macht schon ordentlich Schaden, so ist er nicht. Hälfte haben wir schon abgezogen, über die Hälfte. Da will ich nicht rein. Oh. Oh, wir haben seine Weichteile gehuckt. Das wollte ich natürlich nicht. Ulula-Generator. Dann gehen wir mal dahin. Ich glaube, die Base können wir vielleicht retten. Aber ich hoffe, es kommt hier kein Konsul. Ich hoffe echt, ey. Na, kommt her. Kommt alle her. Allesamt. Ich hab Bock. Ich hab Bock, gegen alle zu kämpfen. Sind ein bisschen viele, ne? Ich weiß. Aber ich hab Lust. Oh, ja, sind wirklich ein bisschen viele. Übel, übel. Sehr übel. Richtig übel gerade. Ich wollte es so, ne? Ich wollte es so. Das sind noch ganze 5 Stück, ne? Okay, verwandeln sich. Okay, 3 Stück nur noch. Alter. Jetzt riskiere ich aber richtig hier. Da habe ich das immer mega, mega riskiert. Soll ich hier die Angriffskette machen? Das macht den Kampf nur länger. Lass ich mal. Also hier habe ich jetzt gerade mega riskiert. Puh, ich denke, ich sollte mal abspeichern. So. IOTA-Basis. Guten Tag. Da ist sie. I'm glad we meet again, Ouroboros. So nice of you to come to us. Be assured, I appreciate the kindness. We don't really enjoy being hunted. The hunter's role is more our speed. Our time is precious. If you insist on barring our way, we'll do what needs to be done, old compatriot or not. No need for speeches. Now is a time for action. I do hope you came prepared. Ja. Immer einen Schritt voraus, angenommen, Heldenmission. Ich habe mega Angst. Werden wir es schaffen? Ich hoffe. Greife erstmal den an. Ich weiß nicht, wer das ist. Das ist eine Elite. Machen die jetzt mal kaputt. 41 sie. Oh, das geht ja noch. Aber wer weiß, danach kommt wahrscheinlich wieder ein Konsul oder so ein Mist. Ah, die Musik ist super. Sehr gut. Lanz kassiert. War das seitlich? Ich weiß es nicht. Kurzball ist ja egal. Von wo aus ich treffe. Okay. Einer schon mal weniger. Jetzt bleibt nur noch sie. Wo steht sie eigentlich da? Achso. Achso, beide verwandelt? Ja. Jetzt fehlt nur noch ich, ne? Seitlich.
Okay, ich kann mich auch verwandeln. Mach ich jetzt einfach, ne? So, sehr gut. Ich glaube, hier lohnt sich auch eine Angriffskette gleich. Achso, jetzt steht er auch oben Stufe 1. Also das war ich wahrscheinlich nicht, weil ich jetzt mich zum zweiten Mal verwandelt, dass er jetzt die erste Stufe steigt, dass die erste Stufe ist, ne? Ey, die weicht ja alles aus. Na komm. Er ist stark. Komm. Die ist jetzt eh down und ich kriege jetzt Zusatzerfahrung. Ich benutze jetzt einfach irgendwas. Hauptsache, ich kriege viel Erfahrung. Nehmen wir das hier. Damage, ne? Alter! So. Und das hier? Müsste jetzt eigentlich nur 90 sein, ne? Ja. Und wenn ich jetzt mit ihm das hier mache, ist auch 99, oder? Ich weiß es nicht. Ja, auch 99, sehr gut. Ich weiß nicht, ob das hier auch auf 99 bleibt, denn oder übersteigt. Okay, das geht rüber. Okay, sehr gut. Ich muss ja sowieso erstmal noch den Durchblick bekommen. Ach, sie kommt wieder. Schaffen wir jetzt eh nicht mehr. dann mach mal das hier. Alter, 10.000 Schaden, Alter. Nicht schlecht. Reicht das oder kommt noch ein Konsul? Phew. Made it through that somehow. How many times are we going to have to do this? I was just about to say that. A consul. Manners, cur, that is Master E to you. I put a lot of effort into developing Strava, and now it's all wasted. Breaking her spirit and fashioning her in my own image. Not within my masterpiece! What's the pillet going on about? Alexandria, my cherished game piece. You should have made it much faster. Who are you calling a piece? Neither her nor us will ever be what you want us to be. Diese scheiß Musik, Alter. Wie kann sowas so gut sein? Oh. Oh. Of course we are. And of course you. After all, that's just your role. Very well. I think it's time for a quick rerun. No use for all of these imbecilic side characters. Return to your seats for Act 2. Carnage! The curtains are about to rise! Der sieht gefährlich aus. Level 42 Möbius ist eh. Alter. Oh, schön umgeworfen. Seitenangriff. Rückprall. Ich warte noch mit dem Verwandeln ab. Oder soll ich jetzt machen, jetzt wo wir voll sind? Ja komm, machen wir jetzt. Wozu lange warten?
Ich hoffe, der macht nicht irgendwelche fiesen Tricks. Ah, Sena hat aber kassiert schon. Lance hat's erwischt. Wir wollten sich gerade fusionieren, in dem Moment ist er gestorben. Juni! Oh, hier haben sich vereint. Heilt mal bitte rum! Ja, der steht alles. Die Musik ist so gut in dem Spiel, unglaublich. Nicht so stark, nämlich wie ich immer hoffe. So, wir sind gleich abgekühlt. Los geht's. Jetzt Stufe 1. Jetzt schon die Angriffskette voll. Ist nicht so schlau. Die sind schon Stufe 3. So, ich warte, bis sie auffällig ist, dann mache ich wieder Angriffskette. Ach, ich wollte seitlich stehen. Mio! Ich hätte die Angriffskette starten sollen. Sehen das auch wieder auf, ich mache jetzt die Angriffskette. So. Das ist nicht schlecht. Hm. Alter, 7000 Schaden mit einem Hieb. Okay. Machen wir das runter. Abwehr runter. Na, ja, mach das mit 99, okay. Sehr gut stand da. Warum sehr gut? Wow. Bis jetzt halt. Zwei auf einmal? Okay, krass. Mit einem Hieb gleich über 100%. Alter, der Damage. Gut. Ey, das ist doch nicht normal. Guck's dir mal an. Mir weiter geht's nicht. Weiter geht's nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, aber guckt euch mal den Schaden an. Unglaublich.
Oh, ich bin fast gestorben. Wir sind jetzt wieder Stufe 1. Das weiß ich nicht. Okay. Aber wir sollten es schaffen. Ich brenne irgendwie? Feuer? Was soll das so bedeuten? Komm ich noch zum Schlagen? Ja, 7000. Los! Danke. Na komm jetzt. Alter. Aber müsste er nicht absorbieren oben? Das liegt der Flammenuhr ist ja noch intakt. Halt die Backen. Everyone all right? Yeah, more or less. For now, but all this fighting really takes its toll on you. Oh, really? That's not how it looked from where I was standing. It was impressive the way you beat him. And a big help, too. Wait, what's she saying? Dame Alex! I'm putting my foot down. Only boring run-of-the-mill plans from now on. This one gave me anxiety. I said I was sorry. Don't cry. So it all went down according to your calculations? Our goal was the defeat of the consul and to be released from his control. Though it was a long acquaintance we had, at least until we uncovered that lie of his. What was he lying about? It's a long story. But anyway, making an enemy of the consul would have been a big gamble for us too. So to weigh the risk, we had to figure out just how strong you lot actually were. So you used your friends and colony as bait. You thought if we were strong enough to deal with you all, we could stand up to the consul too. You seem bitter about it. But there must have been another way. Dispatch a scouting party or... Oh, come on. We'd all reach homecoming before we got anywhere like that. Sure, but see how much it cost you. It's not worth the sacrifices. There is no victory without sacrifice. If you fight according to those musty old textbooks, you'll always be too slow. You're an old-fashioned man, aren't you, Tyon? What? Dame Alex, I don't think they'll respond well to that line of exposition. Only Ouroboros can destroy our flame clock. Shouldn't we consider asking for their help instead of riding them up like this? Well, wissen Sie, das haben Sie wahrscheinlich schon von anderen Kolonien gehört, nicht wahr? I'm not riling up anyone. Just some gentle teasing among friends. Dame Alex doesn't actually believe the ends justify the means. You'll understand if you look closely at the colony and how things are here. What do you think? Might be good to look around before we enter into any partnerships. What if that's exactly what she wants you to think? Let's cross that bridge when we get to it. For now, I'd like to trust her. She was quite open with us this far. Good grief. How did softies like you even survive this long? Dame Alex! I'm sorry. I admit I may have crossed a line. We'll have time to say goodbye to the old girl later. Come along. I'll show you how we fight here. I see some relations have changed. Dann zeigen wir uns mal, wie man hier kämpft. In Kolonie Iota. Ich habe also wir haben den Konsul jetzt besiegt. Was soll hier noch passieren? Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwie... Ich hoffe nicht, dass hier noch mehr passiert, also richtig Boss-mäßig oder so. Wir können uns gerne hier umgucken. Ich hätte echt gerne die Ego-Perspektive wieder, wie in Xenoblade Chronicles 1 und 2. Wobei ich bei 2 gar nicht weiß, ob es da die Ego-Perspektive gab, in Teil 1 auf jeden Fall. So, da habe ich mir immer ganz gemütlich so ganz nah rangezoomt. Ah doch, die gibt's.
Und mir alles so genau angeguckt. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hab gar nicht gecheckt, dass es die hier gibt. Ja, ich komme gleich, Alexandria. Oder Alex. Ich will mir die Kartine hier angucken. Ein Grill. Was soll das darstellen? Ich weiß es nicht. Eine Wanne? Geschirr. Achso, hier wird gewaschen. Und das sieht aus wie Post. Soßen. Ein Sushi bzw. Fisch. Wie unterhalten die sich? Gut, dann. Geh mal hinterher. Ich habe es nicht damit erwartet, dass hier so eine große Kolonie ist. Ich dachte, hier werden alles nur voller Feinde. Man muss einfach alles kaputt machen. So, ich würde gern die Uhr jetzt kaputt machen. Da läuft sie. Folg mir einfach. Und das sind wir auch schon. Got another one. Levinus repair parts? We got them, but no means of transport. Usual route goes the long way around. No, there's a colony we could route through. Those cylinders, we'll manage. We can add 2 days. We can make it on time. Prioritize speed. Start with light goods. That's the list there. I'll forward it on too. Er hätte leicht nach Schulgang gehört. What do you know? They're really pro at that. They're not just regular soldiers. More like, they're all officers. We're reading the flow of goods to learn of the war. It's a very flat hierarchy here, you'll find. Using a minimum of people to achieve maximum results. That's the way we like to fight. Of all the colonies in Ionios, we're a bit extreme in the way we use the cards. Pretty special, right? You mean the cards in the iris? Yes. They tell us what's needed as of right now, and it's an easy and efficient tool. But soldiers' wills and skills, on the other hand. Feeling useful makes you confident. Confidence teaches a soldier pride. Pride binds the team, fosters productivity, and leads a colony to victory. Right? As a result, we can invest ourselves in more research, and it takes us a step beyond. A step beyond? Well, I did propose them. It's quite basic. Wait, the Collectopedia cards? You made them? The castle folk developed them. All I did was to issue the request through the console. Meaning you made a deal with the castle? Surely that's not... I didn't do it lightly. It was necessary. Doing the same as everyone around you, it's always the same outcome. Following the playbook to the letter is hardly a strategy. And so I'm old-fashioned? You're not mad this time. I realized there was no ill will. We fight when we're confident. You and I think we're the same in that regard. I'm getting the impression that something must have changed you. Thank the previous commander for that. He was a rash type, like this big one. It winds you up, doesn't it? I get what you mean. Oi, what the spark? No matter what happens, you fight to keep everyone alive. And that? That's what makes a colony. All right, Alexandria. I understand you now. Do you think we'll be useful? Doesn't matter. I don't see people that way. Oh. Time to head back. We've unfinished business. That's right. Time is precious. Immer einen Schritt voraus, Alexandria begleiten.
Ja, was haben wir denn? Was ist das jetzt hier für eine Aufgabe? Zeig mal her die Mission. Ferron ist von Kolonie Iota besucht. Das soll man, ja, wollen wir die noch zerstören? Komm, wir zerstören ihn noch. Das machen wir noch. Das ist noch drin. So all that's left is to smash it, yeah? Ach, ihr beide? Ja, warum nicht? Yes. That way Colony Iota will be free. Oder müssen wir das machen? Stimmt, wir haben ja die Klinge, ne? I'm not 100% on board with how you played this. I don't appreciate being manipulated. I'm sorry about tricking you before. I really do regret it. Yeah? What's to say you're not tricking us even now? Insolence! I'm sorry about Lanz, but I would like to know what exactly your goal is here. When you think about rules, you have to realize that they are closely entangled with the intentions of whoever set them. I don't suppose you'll believe me, but I just want to see what life's like outside of those confines. No. I believe you. Das kann ich auch voll und ganz verstehen. From everything you've told us, I can see how serious you are. Thank you. And I'm counting on you. Let's keep it on the straight and narrow from now on. Interesting choice of words. Lanz? No, it's fine. I'm sure she's got nothing else left to hide now anyway. Love? She's still hiding stuff. Dame Alex? No, I've got this. I'm not as old as I might seem, so I don't quite have the authority you might think yet. You don't... Wait, which term are you in? Sixth? What? Shut up, you cannot be sixth term. Hush, not so loud. I thought for sure we were the same term. You just have this dignity about you. I work really hard for that, you know? Some colonies plan surprise attacks if they work out the timing of when the next generation of soldiers rolls over. And also, well, you know, reasons. What reasons? Dame Alex thinks she looks too young, so she likes to put on a touch of cosmetics to give her features extra character. That was not public information! You were just gonna leave them all guessing otherwise. Not really what I expected. Well, that's your fault for assuming, isn't it? Having presence is important for a commander. This might be going over my head, but it sounds like a struggle. For your information, the only ones who know this are my team chiefs and Chickadee. This is one secret I expect you to take with you unto homecoming. We understand. We won't tell anyone. Here we go! Immer ein Schritt voraus. Du hast Alexandrias Genie miterlebt und einen Einblick in ihre Lage erhalten. Du versprichst geheim zu halten, dass sie im sechsten Intervall ist. Frontkämpfer Alexandria. Klassenerbe. Tayon. Tayon? Okay. Alexandrias Klasse. Frontkämpfer, Angreifer. Der Schaden steigt mit jedem kritischen Treffer. Doch Vorsicht, Kampfunfähigkeit setzt den Schadensbonus zurück. Ach, da hinten. Na gut. Ich denke mal, dann machen wir im nächsten Part. Auf jeden Fall... mit dem... Ist sie jetzt bei uns mit im Team? Ja, sie ist bei uns mit im Team. Gut. Dann bleibt sie auch erstmal. So, Nebenquests aber keine mehr. Ich werde die Quest noch offscreen abholen. Oder demnächst. Nach der Aufnahme irgendwann. Und wenn hier irgendwie eine Heldenquest noch ist, dabei ist, dann wisst ihr ja Bescheid, nicht wahr? Gut. Aber ich denke mal, das reicht für diesen Part. Im nächsten Part werden wir...
nicht auf die Seile rutschen, wie ich dachte. Ich dachte, mit ihr können wir jetzt endlich auf die Seile rutschen, aber nö, ist nicht der Fall. Nun denn, das ist etwas schade, aber naja. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.